Mein Chat macht kurz ein bisschen kleiner machen hier. Okay. Lasst er mich nicht. In diesem Sinne, Mina, möchtest du anfangen? Ja, kann ich gerne machen. Dann, du bist der Gast, leg los. Okay. Zieh mir Vegeto vor der Nase weg. Gut, Animation ist jetzt nicht so krass, aber ist ja, glaube ich, eh ein Garantierter dabei, ne? Ja, bei denen hoffst du ja immer auf Super Saiyan God Animation. Und jede Multi, wo mehr als eins ist, ist beste. Animationen jucken da nie, ich weiß, ich wollte trotzdem nochmal gesagt haben, dass das hier einen garantierten Pull gibt. In Minas Fall war das Chanemba. Nee. Oh, kommt noch mehr. Ja, Vegeta kommt jetzt. Ja, easy. Imagine, ey. Ja, guter Anfang. So, für Lando, der der Einzige ist, der in der Abstimmung geglaubt hat, dass ich ihn früh ziehe, first try jetzt. War gut, Alex, ja. Er hätte ruhig noch einen höher gehen können. Mhm. Definitiv. Also, ne, ich richte einen Super Saiyan 4, ne? Wollte ich nur gesagt haben. Wenn das jetzt Broly wird, ne? Ich dachte eigentlich an Goku, aber okay. Okay, wir fangen mit Vegeta an. Der soll ziemlich trash sein, habe ich gehört. Habe ich auch gehört. Schade Marmelade, aber angenommen, mitgenommen. Alex hat gesagt, er ist trash. Alex, um fair zu sein, sagt Alex das aber immer. Einfach weil es ein Vegeta ist, selbst wenn er gut wäre. Ja. Vegetas sind dafür bekannt, Geschäfte zu werden. Aber an sich finde ich, dass die Unit cool aussieht. Ich mag diese dunkle Aura. Mhm. Da hast du dann sowas halt im Spiel, den du gecallt hast. Der übrigens auch Trash sein soll, habe ich gehört. War mir egal, ich hatte ihn noch nicht. Oh, Animation! Oh mein Gott, eine Featured Animation! Okay, Imagine, es sind jetzt drei Unfeatured SSR, das wäre sogar noch der Big Win. Wurde ich glaube ich sogar neben, lul. Genau, jetzt zeigt Schwabe uns, wie es richtig geht. Also ich möchte nur dazu sagen, letztes Jahr bin ich auch 600 Stones oder so rein. Hab den Goku nicht einmal gezogen, den Limit Breaker Vegeta dafür auf Rainbow. Also ich habe durchaus Angst und schlechte Erfahrung bei sowas. Ja nun. Da ist dein Super Saiyan 4. Da ist mein Super Saiyan 4. Den ich gecallt hatte. Wie viel CC in Legends? 16.500 aktuell. Ja, meint, hab vergessen, der Puls. Komm, Super Saiyan God Animation. Oh. Und du? Endlich, jetzt geht Schreibe Super Saiyan 3 Nappa. Fun Fact ist in Dragon Ball Heroes möglich. Ich weiß jetzt gerade nicht, ob es den Dokkan schon gibt als Hero-Charakter, aber kann möglich sein für die Zukunft. Ach man, ich hätte schon gern mehr als einen Charakter pro Multi. Eigentlich schon. Wachsen ihm dann Haare? Bart, glaube ich. Ja, Bart.
kriegt legendäre goldene Achselhaare. Genau das. Ich will nur ein Vegeto. Ich brauche den gar nicht auf 100%, um glücklich zu sein. Aber bitte lass mich jetzt heute hier nicht ohne rausgehen. Schön im Broly und den Vegeta zu haben, aber sehen muss ich die jetzt nicht nochmal. Dann nimm mal. Wir sollten übrigens erwähnen, dass Mina kurz zum Banner gewechselt hat, weil er noch in den ECL-Banner kurz rein ist. Nee, wollte ich jetzt eigentlich nicht erwähnen. Aber ich. Ja, das tut er. Das ist true. Ich glaube, der ist auch gar nicht so kacke. Nee, ist ganz gut. 100% Vegeta und 100% Crowley ist mein Call. Oh, ihr seid so gut zu mir. Oh, come on. Mann, bitte mehr. Wen wünschst du dir? Diese A-Banner sind immer so geizig. Wen wünschst du dir da eigentlich? Herr Vegito? Ach ja, da war ja was. Da danke. Ist er doch. Ist jetzt ein anderer Vegito, der hat aber sein ECA bekommen und ist quasi der perfekte Partner für den Vegito, den wir hatten. Boah, danke. Erstmal gecrashed hier. Null. Wen handelst du? Vegito natürlich. Geh doch in Gott, du Hund. Ja, Super Saiyan 4 Vegito war einfach so krass. Ja, genau. Easy peasy lemon squeezy. Wo sind die Hater? Wo sind sie? Wo sind sie? Her! Also ich will was hören, wo sind sie? Vegito. Wo sind sie? Hör ja gar nichts. Willst du mir sagen, dass das Eis war? Ich riech da noch ein Vegito. Ja, easy. Zwei in einem Banner, zwei in einem Multi, sagst du? Ja, ja. Der ist eh Trash. Du bist Trash, Starky. So, jetzt hat mal einer gesagt. Und selbst wenn das die schlechteste Unit in ganz Dokkan gewesen wäre, wäre mir das doch scheißegal gewesen. Ich wäre trotzdem für den jetzt reingegangen. Weil es gibt einfach so Charaktere, für die tut man das. Ja, das war... Ha! Lul! Ihr Bitches! Ja, hm. Mhm. So ein Ding ist das nämlich. Oha! Da kriegt jemand God-Animation. Ist das noch der ECA-Banner oder ist das der... Das ist der normale Banner. Ah. Ja, dann... Holt Mina sich jetzt 3. Na dann, Chi-Chi's! Er hat safe Minas und seinen Screen getauscht. Ja, jetzt ist es raus. Ich sag doch, du kriegst 3. Ich hab ja nicht gesagt, wen. Alter! Aua! Und das Witzige ist, da kommt noch mindestens einer. 4 gewinnt, oder wie war das? Komm, jetzt will ich aber 4 in a row. Oh, ja, to be honest, ich hätte mir jetzt auch noch einen gewünscht. Ah, schön den Dupe noch mitgenommen. Richtig lecker. Vor allem das perfekte Muster einfach. Ach du Scheiße. Ah, der war gut. Rausgehen werde ich jetzt trotzdem nicht. Die 450 Stones habe ich mir für das Collab angespart und die werden noch rausgeballert. Minas Lache halt noch jedes Mal. Ja, aber das war auch lustig. Ah, schön. Ja, richtig, richtig schön. Ich habe meine Lache nicht mitgekriegt damals bei den Anisans. Das war wieder was anderes. Muss er sich an alte Zeiten hochziehen. Ey, komm, für die Multi darf ich das aber. Ja, die waren krass, das ist leider wahr. Das ist ja der Grund, warum ich mit der eigentlich nicht mehr zusammen wollte. Imagine, das wären erstmal 3 Vegitos gewesen.
dachtest, dass du es wie Chito, hast gelacht und hast dann festgestellt, dass es nicht ist und wolltest dich jetzt retten. Kann das sein? Nee, ich habe eher gelacht, weil wir jetzt beide im letzten Slot den Broly gezogen haben. Auf frischer Tat ertappt. Ziehen Sie. In den ECA-Banner werde ich nicht reingehen. Ich habe den anderen Vegito, glaube ich, auch mit drei. Also mir fehlt da theoretisch noch eine Kopie, dann hätte ich den Rainbow, aber... Banana? Ich geier einfach drauf, dass ich den hier unfeatured rausziehe, easy. Ja, also wenn wir schon bei auf unfeatured geiern sind, ich geier ja auf Super Saiyan 4 Goku und Vegeta. Den Goku würde ich auch brauchen. Hast du keinen gezogen letztes Jahr von den beiden? Doch, einen Goku, aber nur 55%. Ich geier auf den Vegeta. Da ist der Nappa. Ja, siehst du, mir geht's mit dem Goku so, ja, den würde ich auch noch bauen. Oder Pan! Die Pan, die vor zwei Jahren kam, das ist... Oh Gott, Trunks. Das kann nicht geblieben bei dir. Oh, true. Hä? Ist dein Spiel hängen geblieben oder ist Discord hängen geblieben? Nee, jetzt. Ja. Keine Ahnung, woran es lag. Minimiert hat er es der Zigeuner, ne? Nee, hatte ich nicht mal. Hallo, Manny. Das Teil ist bei mir auch eingefroren. Ja, GZ. Schmeckt. Schön auf dem letzten Slot, ist immer lecker. Zwei Stück mitnehmen und easy. Mhm. Ach schade. Das Eis ist leider nicht gebrochen. Wo hättest du denn den nächsten Schritt wagen sollen? Bei der Liebe? Bei Labu? Bei Dokkan? Bei Vegito, ja, aber das Eis ist leider nicht gebrochen. I can smell him. I'm not him. Ja, das ist ein anderer, den du da gesmelt hast. Ich hab den Trash gesmelt. Mann, ich finde den eigentlich cool. Ich finde wirklich, ich finde, der sieht voll cool aus. Schade, dass der so useless ist. Los, Mina. Nächster Nappe. Ja, Super Saiyan Gott. Oh Mann, oh. Chikai ist, glaube ich, der einzige Nappa-Fan auf dieser Welt. It's Double Screen Crack. Okay, let's go. Okay, cringe. Oh mein Gott. Die sind alle in dem Monat useless. Das ist wahrscheinlich wahr. Was ist mit Mina los? Der ist eigentlich immer so. Wollte ich gerade sagen, kennst du den Fischi nicht? Ich bin einfach 1:1 ich. Ach stimmt, der fehlt mir noch. Stimmt, der Harz ist ja auch drin. Den hätte ich eigentlich auch gern. Den habe ich komplett. Oh. Ach, den gibt's ja auch noch. Lol. Vor lauter Vegetas vergessen, dass die noch existieren. Ach, komm an! Ja, Glückwunsch zum Rainbow, ne? Ah, ja, okay. Das Game wollte mich darauf vorbereiten, dass der nochmal kommt. Gott, Animation ist ausverkauft. Ja, stimmt. Ich hatte einen einfachen Screencrack dafür. Hätte auch in Gott-Animation sein können, ey. Okay. Einen noch und ich hab's ja alle. Bitte was? Ja, der Rosé noch. Der hört sich immer wie eine Instagram-Beauty an, die gerade ihr neues Produkt-Placement verkauft. Okay. Nee, jetzt hörst du dich eher wie Cringe Lord von Facke an. Und ich hab extra nicht das andere Wort gesagt. Du hast es wieder minimiert, es hängt schon wieder. Ich hab's nicht minimiert. Das hat sich wieder aufgehängt. Oh, jetzt.
Hängt immer noch. Ja, ich weiß. Ich habe auch nichts weitergemacht. Was fehlt dir jetzt noch? Nichts eigentlich, oder? Der Vegeta. Ja, Super Saiyan 4, Limit Breaker Vegeta. Wait a minute, der ist unfeatured. Naja, der fehlt mir noch. Und der Harz, der fehlt mir auch noch. Phew! Unfeatured haben wir noch gar keinen rausgezogen bis jetzt. Loser Squad, auf geht's! It's do or die! Ja, bringt mir den nächsten Doppel-Vegito-Multi. Also ein Vegito schon noch. Die 79% wird sicher schmecken zusammen. Und dann geht's für dich an Heroes dran. Geht's für mich dran? An die Heroes Reds und Mighty Star. Ach so. Den nehme ich aber mit. Yeah. Der geile Boy. Der ist geil. Super geil. Ja, komm, keiner will dich. So, ein Multi habe ich danach noch. Das heißt, Mina macht jetzt zwei Multis, weil ich will den letzten machen. Ich will den letzten Multi-Magic haben. Oh mein. Ich glaube, der Cooler ist meine erste Rainbow Heroes Unit. Das ist depressing. Soll ich noch einen draufsetzen, was dich noch depressiver macht? Nein. Meine erste Rainbow Heroes Unit ist der Limit Breaker Vegeta gewesen. Achso, ja, nee, das verkrafte ich noch. Was dachtest du jetzt? Nee, ich spreche es nicht aus. Sag mal. Nein. Okay, langweilig. Ich spreche es erst raus, wenn die Sams vorbei sind. Nein! Genau das meinte ich! Das wollte ich nicht aussprechen! Ah, schön. Was ich sagte, was du sagst! Glückwunsch zum Rainbow! Ich würde sie bitten, ihren letzten Multi noch zu machen, bevor sie jetzt den ganz anderen Kram machen. Ich will den aber jetzt Rainbow haben, weil ich weiß, dass der jetzt nächste Runde wiederkommt, dann will ich wenigstens die 3 Coins haben für den. Kannst du doch dann immer noch. Ja, aber dann kann ich den wenigstens gegen 3 blaue Coins eintauschen. Kannst du doch dann immer noch. Nee, kann ich erst machen, wenn der Rainbow ist. Wiederhole, kannst du dann, wenn du dann Rainbow gemacht hast und du immer noch einen Overdrip hast, kannst du es dann immer noch machen. Nee. Der muss Rainbow sein, auf 100% Hidden Potential zu dem Zeitpunkt, wo du ziehst. Aha. Okay. Bitte was, Maddy? Und nochmal Colo, let's go! Ich werde hier einfach rausküten, wenn das jetzt hier cooler ist. Let's go! Oh! Zwar kein Vegito-Dub, aber ich glaube, das nimmst du trotzdem an. Mhm. Mein Extreme Physisch Units nehmen das gerne an. Moment mal, ich habe alle Units rausgekriegt. Nee, der Few fehlt mir. Oder habe ich Few gezogen? Der Cooler fehlt dir noch. Den habe ich letztes Jahr schon gezogen, den brauche ich nicht. Double Screen Crack? Aber den hast du heute nicht gezogen. Brauche ich auch nicht. Doch. Die hast du mir alle weggenommen. Ja, stimmt. Und du hast mir jetzt noch meinen nächsten Vegito-Pol weggenommen, weil jetzt kommt nochmal Vegito bei dir. Würde ich nehmen, aber ich glaube, es wird ein Vegeta. Ja nun! Das war nicht mehr fertig. Ah,
der Bastard. Aber ist okay. Kommt mir jetzt nicht mit Singles, wir werden keine Singles machen. Okay, let's go. Lol. Lol. Mach da einfach Singles. Lol. Bist du, oder? Fängt das auf? Nein. Weil es wird mir ein cooler werden. Ist okay. Für ein Single ist das okay. Der Hype, dass das jetzt natürlich ein Vegetto geworden wäre, wäre jetzt natürlich anders wild gewesen, aber... Schwabe mit solch harten Worten. Mit was genau? Und damit Hallo Blaze. Ich hätte ruhig ein Gurken sein können. Wunderprächtig. Das waren sie also. Unsere Hero Summons. Und ich würde sagen, es war ein voller Erfolg. Zumindest von meiner Seite aus. Ich weiß nicht, wie Mina das sieht. Ich glaube, der ist noch ziemlich glücklich mit seinem Golden Freezer. Mit seinem Golden Cooler. So glücklich, dass er gar nicht mehr mit uns redet. Und in diesem Sinne sage ich zumindest für die Boys and Girls auf YouTube vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch ganz viel Glück und Ade, es war wunderschön. Bis zum nächsten Video. Ciao!